Servus und grüß Gott! Willkommen zurück zu einer lustigen Runde mit einem lustigen Spiel. Ich bin nicht alleine, sondern mit Kevin. Florian. Ja. Genau so sieht's aus. Ich habe ja gesagt, im letzten Teil, wir machen einen Special-Teil. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt gegeneinander. What? Und zwar, ich weiß leider nicht, wo das jetzt Contra. Ist. Und wir machen mal. Die Grundeinstellungen sind okay. Ja, zwei Siege sind nicht mal okay. Zwei Siege? Okay. Glaub mir, wir sind zu viert. Zwei Siege. So, ich würde mal sagen, der Flo ist danach wieder dran. Wir mal lassen die Reihenfolge bleiben. Okay. Dann sehen wir jetzt auch, wie. Bist genau, du der Bär steht. Als Dritter oder als Vierter? Dritter. Hab ich den? Warum soll ich rausfliegen? Wieso soll ich rausfliegen? Ich will aber gelb sein. Kevin. XD. Und als allerletztes. Bongo Mongo. Didi. So sieht's aus. So, und dann geht's mal los, würde ich sagen, ne? In Grün? Oh, ich darf nicht lesen. Wir haben nämlich gerade einige Sachen gelesen, die, ja... sehr verschirmt sind. Wir übernehmen diese Karte einfach. Ja? Ja, einfach übernehmen. Die Karten sind doof. Die sind immer random. Ja, aber trotzdem... Nuklear? Hm? Nuklear. Nuklear. Ach, das sieht Shishidi aus. Alter, ja, ich mag die mit der Zwischenstechnik. Da muss man immer durch. Da musst du die zwei Höhlen wegnehmen. Große eine. Insel, große Höhle, eine Höhle. Ah, sieht besser aus. Ja... Und dann noch übernehmen. Übernehmen, ja, 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 übernehmen. Ja. Und ab da würde ich sagen, nehmen wir die Jayische Krankheit. Alter, hast du jetzt meine Mama beleidigt? So, es geht los! Der Wehrschinken. Der Wehrschinken fängt an. So, ja, dementsprechend, jeder hat so seine Manicles und. Oh nein, Kevin, deine Namen! Scheiße! Weiß da war noch. Ich bin grün. Ah, ja, das sind Björns. Die 4 gehört aber zu Dennis. Gehört. Oh, ich leb noch! Okay, gehört noch zu Dennis. Ich bin dran. Yay. Ja, gib. Ja. Mal sehen, wie hießen deine? Rusev, Eric. Da ist er wieder! Francesco! Was willst du? Willst du das? Ja, das machst du gut! War das der Plan? Warte, war das dein eigener? Ja, den hat er selbst umgenietet. Rooster für Scheiße. Aber was für ein Schaden hat er zugelegt? Björn ist da. Nein, stimmt nicht. Doch, da steht Björn! Björn, du Björnsch! Oh! Bei mir stehen ja alle nebeneinander, das kann doch nicht wahr sein. Hau rein, hau einmal voll rein, einmal voll rein. Ach ja. Oh mein Gott, wie du die genannt hattest damals. Damals, vor 3 Monaten. Ja, das war noch Zeit nur. Ja, also zwei Namen hätte ich, glaube ich, eher nicht ist gut. Drin behalten sollen. So, Jude? Nein. Saddam? Die anderen kann ich nicht mehr lesen. Das eine war Jihad. Ach, in der aktuellen Lage ist das unerdankbar. Schlechteste, was du tun kannst. Ach, heul nicht. Warte mit dem Special noch ein paar Monate. Bis die Lage sich in Deutschland beruhigt hat. Ja, das ist traurige. Dann lacht sogar Irak darüber. Dann lacht der Irak darüber? Was ist das denn? Ach, die verstehen auch nicht mal Deutsch, wobei. Man weiß ja nicht, du weißt nicht, was der Irak ist. Hey, Ryback! Oh, achso! Gesundheit. Aber warum soll der Irak darüber lachen? Das driftet hier gerade etwas sehr merkwürdig weg. Lies Witze vor. Der Wehrschenk ist dran. Das muss mir aber leise sein. Der Kevin möchte eine Predigt halten. Nein. Wir hören allen den Kevins Worten. Lauschete Kevin! Nein, nur wenn du Ryback am Leben bist. Zu spät. Lumini, Pate und Petrus standen. God bless America. Das war nicht meiner. Doppelte Dosis von Fox! Das war mein. Oh, Zipfchen. Kevin ist dran. Ja, komm. Ach ja, du hast ja die Analplax. Wenn ich jetzt ein Töte erzähle. Wenn ich jetzt ein Töte erzähle. Ich? Ja, das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Doch, das kann das werden. Das wird gar nichts.
So viel zu gar nichts, ne? Moin, Dr. Kork, warum? Kork mit G, nicht mit CK. Genau. Kommt ein Schwarzer zum Wahrsager, sagt der Schwarze, ich habe gehört, sie können hell sehen. Antwortet der Wahrsager, ich sehe gerade nur schwarz. Okay, der war scheiße. Der war echt scheiße. Ja, das war ja auch einfach nur so. Einfach mal Running Gag-Modus, weißt du? Einfach mal reingehauen. Hau den nächsten raus. Ja, warte, ich suche. Ich such! Hast du die nicht aus der FF oder was? Ja. Hab ich selbst erwischt! Oh, ein Fancy Flow? Nee. Wie? Oh, there's a cheese too. Was? There's a cheese too? I am dran. Wie hab ich mich erwischt? I aim to be a competitive nation. Ach, das ist meiner. Das wäre schlecht, wenn ich mein eigenes umniete. Liest doch irgendwelche vor. Nee, die sind so lang. Ach ja, liest doch vorher, ob du noch das rechte Sitz in dein Netz bringen kannst. Ach, Mann, ey! Nein, Schinken ist dran. Du darfst nur nicht diskriminiert werden. War, glaube ich, die Regel, oder? Ja, sowas in der Art. hab ich schon gehört. Hab ich schon mal gehört von. Aber sagen wir mal so, so viel diskriminierende Sachen, die wir hier immer ständig erzählen. Ach Gott. Ja, Rusev hat es auf jeden Fall mitgenommen, ne? Tschüss. Tschüss. Okay. Welches Tier hat 5 Beine? Puffy! Der Ben? Ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz. Kevin ist dran. Okay. Das hat gedauert, ne? Ja. Oh. Ich sag doch, meine Witze sind nicht unbedingt die besten. Das sind noch nicht mal deine, das ist das Schlimme. Nochmal! Oh. Francesco! Nein! Doktor! Blindgänger. Scheiße. 04. Ja, scheiße, 04. Dennis, du brauchst nicht immer die rechte Hand hin. Das war die linke. Ja! That's what I'm talking about. Send him back to space. Das wissen die doch nicht. Doch. Jihad ist dran. Wer war nochmal Jihad? Ich glaube, das Jihad ist ein Spruch. Das ist der heilige Krieg, aber ehrlich. Nein. So. Außerdem ist es Björns Team. Genau. Das gehört zu Björns Team. Es ist mein Spiel, aber ich trage keinerlei Verantwortung dafür, wie er seine Würmer nennt. Deswegen heißen meine Würmer hier 1, 2, 3, 4. Und ich mag Wrestling. Und ey, ich mag Wrestling. Ich dachte, jetzt springt dich Wrestling von der Seite an. Ich mag Wrestling. Nein! Francesco! Okay, einen habe ich noch. Aber ich einen hast du noch. Ich glaube aber nicht, dass ihr ihn mögt. Ah. Okay. Warum gibt es in Afrika keinen Müller Milchreis? Der ist nur für den Kleinhunger. Böse! Ich habe noch ein Mittelland. Heißt Loch ins Eis. Geht ein Mann mit einer Axt und einer Angel aufs Eis. Er haut ein riesiges Loch ins Eis und hört auf einmal eine Stimme: Hier gibt's keine Fische. Der Mann wundert sich, geht weiter und haut wieder ein riesiges Loch ins Eis. Wieder die Stimme: Hier gibt's keine Fische. Sagt der Mann: Herr, was willst du mir damit sagen? Darauf die Stimme: Hier spricht nicht der Herr, spricht der Stadionsprecher. Okay! Eishockey, also, okay. Ja. Oh Mann. Das ist leider zu hoch. Das ist ein Pädophiler hinterm Busch. Eine Kinderüberraschung. Oh! Alter, die sind mies. Alter. Okay, ich hab hier noch einen ab 16 Witz. Der heißt Poolparty. Bei einer Poolparty treffen sich ein schwarzer und ein weißer Mann. Nach mehreren Drinks steht der Weiße auf, zieht seine Hose aus und hält seinen Penis ins Wasser des Pools und sagt cool, exakt 21,38 Grad Wassertemperatur. Der Schwarze macht sie nach, taucht seinen Penis ins Wasser und sagt und genau 1,6 Meter tief. Oh.
Okay. Okay. Was ist grau verdeckt und tut Motorradfahrern weh? Surprise! Eine Baggerschaufel. Ich hab's ja euch gesagt da draußen, ein Special-Teil. Ja, aber ein richtig Special. Also, wer das jetzt nicht mitkriegt, Björn ist dran. Special! Ja, ich hab's auch. Special! Ja, ich glaube, Wasser. Ja, es ist Wasser da. Die Witze hageln hier nur so ein. Dass ich jetzt echt. Das war die Waterboarding Challenge. Wer hält am längsten durch? Ja. Das Wasser schießt! Das Wasser schießt! Nein! Oh. Das Wasser ist Idiot. Was passiert, wenn sich eine Blondine an einen Baum Mann, lehnt? Mann, ey! Was denn, Bein da? Was passiert, wenn sich eine Blondine an einen Baum lehnt? Der Baum fällt um. Schneid ich nicht. Wisst ihr nicht, warum? Nein. Der Klügere gibt nur. Oh! Was gibt's denn hier noch? Fußballwitze. Was Fußball ist weiß und fliegt nach. Nee, was ist weiß und fliegt nach oben? Fußball. Eine behinderte Schnee. Yeah! Ich hab ihn dahin gehauen, wo er hingehört. Björn, du bist so gut wie weg. Oh ja. Echt? Ja, der Flo haut dich gerade hier einen nach dem anderen weg. Wer ist blau? Ich. Der ist scheiße. Dennis. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen fußballrassistisch. Alter, nichts gegen Fußball. Ja, haben wir sind ja ein Fußballkanal! Leute. Was ist der Unterschied zwischen dem ersten FC Nürnberg und einem Bäckergesellen? Das Brot? Der Bäckergeselle kann aufsteigen. Nee, der Bäckergeselle kann Meister werden. Nürnberg ist schon mal Meister geworden, alles schon okay. Stanley! Why? Ich glaube, ich muss die Namen ändern auf Saddam und Hussein. Okay. Warte mal, hast das du ist mein letzter Punkt. Doch. Müsste. Mit deinem ich hab den Dschihad übrigens mit einem Knüppel ins Meer katapultiert. Ja, ich hatte das ungefähr auch vor, was du jetzt vorhattest. Bloß meine, ja, sagen wir mal so, die ist nicht so weit gekommen. Hoffentlich interpretieren die Leute nicht zu viel hinein darin mit dem Wegknüppeln und so. Noch einen habe ich. Stimmt! Einen hab ich noch. Okay. Was haben Michael Jackson. Stimmt doch! Ja. Was haben Michael Jackson und Müllbeutel gemeinsam? Der eine war König. So. Beide sind aus Plastik und gefährlich für Kinder. Wow! Ja. Ja, ich mochte den Emi. Den Witz? Kann ich nachvollziehen. Nein, Michael Jackson. Weil der immer am Jackson ist? Die Jackson 5. Ja, warum hießen die wohl so? Hm. Oh. Nein! Das sollte ein bisschen anders gehen! Die ganz gemeine Sache vom Trainer. Nach der erneuten Niederlage macht der Trainer mit seiner Mannschaft einen Stadionrundgang. So Jungs, sagte er. Wo die Fotografen und die Fernsehkameras sind, wisst ihr ja nun. Und jetzt zeige ich noch, wo erstmal vor die Tore stehen. Was hat ein Mann ohne Beine? Was hat ein Mann ohne Beine? Arme? Ja. Nein! Was? Erdnüsse. Oh komm, Alter. Ich bin immer noch dabei. Blut! Wenn's denn sein muss. Ja. Die spanische Fußballnationalmannschaft hat während der WM ein Waisenhaus in Brasilien besucht. Es ist so traurig, in die hoffnungslosen und leeren Augen zu schauen, sagte der 11-jährige Pepe. Ja. So, Björn ist dran! Send him back space. Guck mal, der ist noch komplett da. Du hast da. Dr. Cock gegrillt, richtig? Kann sein. Es war noch nie so traurig in so diese seelenlosen Augen. No! Nein! I misunderestimated.
Was, oh Mann. Was ist ein Leprakranker im Luftkanal? Vom Winde verweht. Okay. Was macht ein Leprakranker auf dem Fußballfeld? Hab ich mir fast gedacht. Wie lange dauert ein Fußballspiel zwischen den Niederlanden und Kolumbien? 20 Sekunden. So, die Kolumbianer rotzen die Linien weg und die Holländer rauchen das Gras. Das will ich aber Niederlande vor. Noch mehr Gras. Wie gesagt, Leute da draußen, das ist ein Special-Teil. Ja. Total. Sowas kriegt ihr nie wieder hier. Der Mittelstürmer humpelt vom Fußballplatz. Besorgt kommt ihm der Trainer entgegen und fragt, schlimm verletzt? Der Mittelstürmer, nein, mein Bein ist nur eingeschlafen. Ossi-Wessi-Witze. Polizeiwitze, prominente Witze, Tierwitze, Trabi-Witze, Witze erwachsen. Oh. Computer. Witze. Ja, Computerwitze, bring die mal. Okay. Irgendwas kurzes da. Der Computerfehler. Die Abteilung feiert ein rauschendes Fest mit Champagner, Kaviar und allem, was dazugehört. Zufällig kommt Direktor Müller vorbei und fragt verwundert, was ist denn hier? Der Computer hat sich gehört und anstatt der Nettogehälter die Abzüge ausgezahlt. Der war schnell. Oh, Jurassic Park. Frage, was ist der Unterschied zwischen Jurassic Park und Microsoft? Microsoft ist der, ich hab noch zwei! Der Jude lebt! Zeit für die Gaskammer. Bombs 2, Jude. Return of Judge. Reload! Oh, Benzinbombe. Alter, hab ich eine Gasmaske? Warte mal, wo sind denn noch Opfer? Da hinten! Da hinten! Kannst du auch den da? Hab ich! Du hast noch genug von allen. Komm ich da hinten? Ach, wird gefährlich. Egal. Das ist geil. Nur risken den. Nein! Wie gesagt, das ist gefährlich. Egal, war geplant. So, Microsoft. Bei dem einen macht ein verrückter Geschäftsmann mit Biestern, die schon längst ausgestorben sein sollten, ein Vermögen. Und das andere ist ein Film von Steven Spielberg. Tschüss. Tschüss, Saddam. Nein! Das Wort Windows kommt aus dem Indianischen und bedeutet weißer, weißer Mann starren durch Fenster aus. Ich hab auch einen noch. Das finde ich gut. Das Universum ist eindeutig weiblich. Wie kommst du darauf? Überall gibt es schwarze Löcher. Ja, wie auch noch. Anruf bei der Hotline. Kunde, ich benutze Windows. Hotline, ja? Kunde, mein Computer funktioniert nicht. Hotline, das sagen Sie doch. Das ist gleich wie bei Facebook, wenn ihr irgendwie über Kevin reden über den Namen. Halt die Schnauze. Das ist echt so. Ja, gab's ja auch nie was. Scheiße. Da ist Ticken keiner mehr. Ticken zu hoch. Björn ist dran, sein letzter. Wo ist Flo eigentlich? Flo, der geistert in der Mitte so ein bisschen. Du hast über mich rüber geschossen. Da oben, Fox noch übrig. Der hat noch wirklich 100, also der ist der einzige, glaube ich, unbeschadete noch. Ich bin noch ungeschoren davon gekommen. Shit! So, ein! Nicht mal ein Kratzer! Fuck yeah! Nicht mal ein Kratzer! Nicht mal! Oh, Alter, ich mach das schon so perfekt! Telefonieren zwei Informatiker. Na, wie ist das Wetter bei dir? Caps Lock. Shift ohne Ende. So, der nächste ist dran, ich hab übersprungen. Ja. Oh. Warum nicht? Guck dir mal meine Situation an und dann erzähl mir, was ich machen soll. Alter, Flo, das klatscht gleich aber richtig. Und das ist kein Beifall. Boah, die besten Witze sind so lang, ey. Dann ja, erzähl, du hast Zeit. Du hast Zeit. Wir spielen ja noch. Ja. Hilfsbereite Männer, okay?
Zwei Männer im Supermarkt stoßen zusammen, meint der eine völlig aufgelöst, entschuldige, ich bin total durcheinander, ich suche meine Frau. Oder auf der anderen, mir geht es genauso, seit 30 Minuten suche ich sie schon. Wie sieht deine denn aus? Einer blonde, lange Haare, ist 1,80 groß, braun gebrannt, vollbusig, schlanke Figur, hat einen super kurzen Mini an, ein weißes, enges Top und so weiter und so fort, tradier an jedem Wort. Ja, und daraufhin sagt er, ja, wir suchen deine. Genau. Ja, das ist ein alter Klassiker. Was machst du da? Was machst du da? Ich versuche rot zu treffen. Rot? Warum? Rot ist tot. Warum willst du mich treffen? Weil ich's kann. Ja. Eventuell. Wieso? Ich stehe doch nur zwischen euch. Also. So, ich mach überspringen. Manu. Peng! Voll in die Fresse! Peng! Voll in die Fresse! Ja, deine! Fick dich! Flo, ich töte dich und zwar so richtig, ne, so richtig. Der ist der Einzige. Aber hoffentlich trocken. Wenn aber du richtig. wenn du den umnockst, dann ist Flo raus. Er hat nur noch diese 100. Nein! Mich doch nicht! Ich bin doch hier harmlos! Ich greif doch niemanden mehr an! Björn ist dran! Ach, da unten! Ja, ich greif doch keinen mehr an! Ich komm da auch nicht weg! Du kommst hier weg! Weg! Im Endeffekt ist es eigentlich nur noch eine Sache zwischen dir und dem Flo. Ja, genau! Flo hat Schaden genommen. Nein! Überspringen! Los dann! Ich würde dir gerne, aber ich habe vergessen, wie man lacht. Das war mein Ha, Ha, Ha. Hat das hier gerade irgendwo geklopft? Ja, das war hier. Also. Mit seinem Fuß. Schwarzer Humor. Hier in der Mensa. Der Professor sitzt sich in der Mensa. Er sitzt in der Mensa und isst, als ein Student sich ungefragt ihm gegenübersetzt. Etwas verärgert meint der Professor. Seit wann essen denn Adler und Schwein an einem Tisch? Der Student? Okay, dann fliege ich halt weiter. Oh! Ich hab noch einen. Also ich hab noch ein paar, aber der ist ganz okay. Dann schieß mal los. Was macht ein Einarmiger in der Einkaufsstraße? Blinken? Er sucht einen Second-Hand-Shop. Fragt der Lehrer Fritzchen, was ist denn weiter von uns entfernt? Italien oder der Mond? Fritzchen, Italien, der Lehrer. Lehrer, warum nicht der Mond? Fritzchen, ist doch klar, den Mond kann ich sehen, Italien nicht. Schlaue Antwort. Für ein Kind. Aber es wird nie gesagt, wie alt Fritzchen ist. Opfer! Wie gesagt, ich bin da aber sowas von, also... So. Was ist schwarz und läuft gegen das Klavier? Mein Kater. Schwarze mit Bier? Stevie Wonder. Ach Mann. Falls keiner das weiß, das ist ein schwarzer Musiker. Ja, ja. Ich hab's versucht. Und nicht hingekriegt. Nee. Ich hab immer noch zwei. Und schlag dich zu breit. Und ist Flo da unten. Ach, du bist scheiße! So, jetzt hat jeder nur noch einen. Ist zwei weniger ein. Hier ein logischer Witz. Oh, jetzt wird's logisch. Heißt erotische Zahl. Oha. Der Mathelehrer fragt, kennt ihr eine erotische Zahl? Paula? 218.593. Erstaunt fragt der Lehrer, wieso denn ausgerechnet 218.593? Paul erklärt, wenn sich 2 1 sind und nicht 8 geben, dann merken sie spätestens nach 5 Wochen, dass sie in 9 Monaten 3 sind. Boah, Alter, da komme ich jetzt gar nicht mehr. Okay, den nochmal in langsam. Was? Die Rechnung zumindest. Wenn zwei sich 1 sind und nicht 8 geben, dann merken sie spätestens nach 5 Wochen, dass sie in 9 Monaten 3 sind. Klingt logisch. Sehr gut. Nein! Doch! Oh! Ich habe ja noch einige davon. Shit.
Ich habe nur einen benutzt. Nee, du hast schon drei benutzt. Du hast eine selbst eingesammelt. Nee, zwei habe ich wieder. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Junge, nimm den Brett. Oha, jetzt kommt's. Kinder, stellt die Getränke und die Knabbereien weg. Jetzt kommt der Wind. Sag ich nicht. Was macht eine Eschen auf eine Eisscholle? Abtreiben. Ja, war der nun auch wieder nicht. Ja, deswegen. Trink was. Dann geht das. Ah ja. Ich glaube, du hast es auf mich abgesehen. Kann das sein? Sportlehrer zu seinen Schützlingen. Heute machen wir Dehnübungen. Mustafa Kleinlaut, Lehrer, das heißt die Übungen. Rasiert. Duzen. Fettchen muss zur Strafe 100 Mal, ich darf dem Lehrer nicht schreiben. Er schreibt es sogar 200 Mal. Fragt der Lehrer, warum das denn, Fettchen? Weil ich dir eine Freude machen wollte. Oh yeah! Kevin ist down! Der Kevin ist down! Da geht er down, da geht er down, da geht er down! Ihr seid scheiße! Guck's dir an! So ist es passiert! Jetzt nochmal in Wiederholung, wie Kevin verloren hat! Welcher Vogel baut kein eigenes Nest? Fragt der Lehrer den Klaus. Der Kuckuck, richtig. Warum nicht? Weil er in einer Uhr wohnt. So ist der Kevin gestorben! Oh! Ja, damit sind wir nur noch zu dritt. Ich dachte, Jason tötet und tötet ihn selbst. Das hast du schon mal Stevie Wonders Frau gesehen? Nein? Sie sitzt hinter mir. Ja, auch nicht. Wer sitzt denn da hier schon wieder neben mir? Das ist Dennis. Ich bin da schon seit Anfang des Spiels. Junge, da hinten ist mal Flo. Brenner und geh da durch. Da ist noch einer. Und da eben. Es gibt noch Nummer 3, den Juden und Fox. Nein, ein Bums im Rang. Das Ding ist gerade. LOL! Läuft bei dir! Läuft! Warum trifft man sich denn selber? Warum trifft sich eine. Wenn ich vorwärts schieße, warum trifft man sich dann bitte schon selber? Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Tumor? Tumor hat eine Überlebenschance? Nee, ein Tumor kann gutartig sein. Oh yeah. Was? Nein, der Flo ist dran. Solche Bisse. Da, ich bin es. Ja, niete ihn jetzt noch um. Genau, niete ihn um! Das hast du schön gemacht, Flo! Hast du toll gemacht, Flo. Und weißt du was? Du bist dran. Was steht auf dem Grabstein eines Spanners? Der ist weg vom Fenster. Aber hey, ist dafür, dass ich da auf so einer Kack-Situation stehe. What the fuck? Genau das habe ich auch die ganze Zeit. What the ich fuck? Ich führe! Wie um Himmels Willen führe ich? Weiß ich auch nicht. Überspringen! Durch einen Rückstoß. Los dran! Warum nimmt ein Ostfriese immer einen Stein oder ein Feuerzeug mit ins Bett? Damit er sich Feuer machen kann. Nee. Mit dem Stein wirft er das Licht aus und mit dem Feuerzeug schaut er nachher getroffen. Was ist schwarz und hängt an der Decke? Ein schlechter Elektriker. Okay, da ist ein Loch. Ein Ostfriese klagt sein Psychiater? Meine Frau wird von Tag zu Tag kindischer. Gestern, als ich in der Badewanne saß, hat sie alle meine Papierschiffchen versenkt. Oh. So ganz schön gemein. Die würde ich verklagen. Ich will sie ab 18, ich will aber nicht so kippen. Wie gesagt, ich konnte da nichts großartig machen. Dennis.
Was sollte ich denn da machen? Gemein, ich war gerade am Erzählen. Ja. Erzähl weiter. Ja, okay. Der Flo ist jetzt voll der Gewinner gewesen und so. Ja, macht nichts, ich hau ihn ja, nicht. Weißt du, der Flo darf jetzt voll entscheiden und so. Egal. Herr Doktor, können Sie mir helfen? Ich verschreibe ihm erstmal ein paar Moorbäder. Und die helfen? Nein, aber sie gewöhnen sich schon mal an die feuchte Erde. Oh je, bin ich. Wie viele Siege haben wir eingestellt? Zwei. Der Flo führt. Das war erst die erste Runde. Der Flo führt. Dennis? Anwesend. Das ist scheiße. Ich weiß. Ich aber auch. Jagst du dich schon wieder selbst hoch? Nö, mich aber. Oh, hier ist eine Mine. Das tut weh. Zählt die große eigentlich jetzt? Da wo ich stehe? Das tut weh. Nein, das ist nur Deko. Denk an den Film, findet Nemo. Jani! Bro! Jo, geh weiter. Neben dir ist eine Hose. Stimmt. Ey, Björn, da ist was für dich. Du, Fatih, was ist ein Transvestit? Das musst du Mutti fragen, der weiß das. Nein, ich komm doch nicht hoch! Wirf eine Granate. Ja, komm mal. Der haut sich selber weg. Oh nein! Ryback, Kickback! Ryback, Kickback! Ryback! Wir müssen underestimate. Ich glaube, du bist, ne? Ich glaube auch. Okay, der letzte. Ich höre dann wirklich noch zu. Ja. Was nervt das Wort Laune? Okay. Was machen Kannibalen aus Medizinern? Hot Dogs. Warte, den verstehe ich nicht. Hot Dogs mit C. Ah. Hot Dogs, ja. Boah, warum fliege ich die ganze Zeit? Okay, Scheiße, Dreck. Amigo, amigo. Ich glaube, meine Würmer sprechen Spanisch. Okay, weil der letzte nicht gelungen ist, habe ich noch einen. Du hast so viele, bis du mich mal zum Lachen bringst. Was steht auf dem Grabstein einer Putzfrau? Die kehrt nie wieder. Boah. Oh, Flo, lach doch mal. Hallo, das ist das gleiche wie wir bei angeblich diese extrem lustigen Videos. Ich finde die nicht lustig. Ach, scheiße. Wo die immer sagen, versuch nicht zu schmunzeln. Ja, genau, oder? Ganz ehrlich, das ist ja. Hin und wieder irgendwie mal so ein. Aber das macht doch schon. Nein! Zur Info, ich habe ihn nicht gestückt. Fug! Was hast du nicht? Ich habe ihn nicht gestückt. Unglaublich. Ja. Normalerweise macht er die Geräusche beim Stück. Hier, guck, Test. Sicher? Ich weiß nicht, ob ich mich selber davon aussehe. Ja, das hast du gut gemacht. Ich freue mich. Aber ich habe einen Kalb gemacht. Ja, super. Du hast einen Kalb gemacht? Ja. Hast du schon wieder Kühe vergewaltigt? Immer. Immer wenn der Bauer wegkommt. Ich glaube, das hier gefällt mir besser. Und der Flo gefällt dir besser? Oh, der ist aber richtig mies. Der will mich stucken. Nein! Nein! Den Kopf da nicht rüber! Blindgänger! Alter, ja! Fragt die Lehrerin die Klasse, was können Frauen, das Männer nicht können? Stimmen aus der Klasse, ihre Tage haben, Kinder kriegen, nach dem Tod noch Sex haben. Das schnallt keiner, oder? Doch! Oh je! Tut mir leid, Leute, aber ich brauch das. Ich glaube, die Leute da dran. Ich hab's fast schon vergessen, dass wir aufnehmen. Tja. Es ist unfassbar. Was macht ein Bäcker ohne Arme, ohne Beine? Rumkugeln. Scheiße. Okay. Welches Wort ist. Ach, nö, ich bin auch blöd, ey! Ich hab mich selber umgenockt und zwei meiner Würmer. Gleichzeitig! Hey, das soll was explodieren! Ja, das waren meine beiden Würmer! Ich hab die gerade selbst umgenockt! Welches Wort ist falsch und passt nicht zu den anderen? Tripper, Inzest und Monopoly. Antwort: Tripper. Das andere sind Familienspiele. Alter, lass Buße. Wer ist das? Buße. Oh, du Scheiße! Nein! Natürlich rutscht Kevins ab! Natürlich und Kevins Wurm mal wieder in Butter. Drache! Verlusten! Oh ja, klar. Nein! Oh! Scheiße! Wer sind die freundlichsten Menschen?
Wir! Die Albaner. Wieso? Sie kommen zu 10 und fragen, ob du Probleme hast. Oh je, Mille. Sehr freundlich. Send him back space. Oh, ein Mupf. Oh. Francesco! Totti! Was? War klar, dass Flo den nicht kennt. Nee, das macht nichts. Totschläger, nein. Oder was? Nein, Francesco Totti, eine italienische Legende. Ja, genau das habe ich ungefähr auch hingelegt. Plus bei mir hat das. Ich wollte mir das Ding noch holen! Plus bei mir hat das Fliegen nicht mehr was gebracht. Dann hat sich deine eigene Cluster gejagt. Los geht's, eins. Und eins. Mann. Ach, wenn wir das doch nur aufgenommen hätten. Ach, haben wir ja. So. Ich hoffe, das passt jetzt. Sieh mal, ich habe deinen Hamster das Tanzen beigebracht. Ja, super. Nimm das Tierchen jetzt bitte in deine Herzplatte. Der Flo hat gelacht. Der Flo hat gelacht. Ist nicht direkt gelacht. Ist mir egal. Und jetzt singen wir. Ist mir egal. Ist mir egal. Es ist egal. Wir sollten nicht mehr singen. Es ist egal. Es ist vegan, gan, gan, gan. Jo. Ein bisschen weit, aber. Passt schon. Der Kevin ist dran. Was? Ja, so schnell dreht sich das Rad. Stanley! Ach, scheiße. Ich würde auch schon fast sagen, dass wir gleich im nächsten Teil weiter mit dem Special machen, ne? Oh je, Mine. Wenn du Bock hast. Schade, dass ich keine aktuelle Version von dem Spiel habe. Was machst du da? Warten. Okay. I'm a follower of American politics. Burn, Björn! Send him back to space. Burn. Das erinnert mich an deine Aktion aus dem Best of. Ja, selbstverständlich. Wer sich daran nicht erinnern kann, hat selber Schuld. Du hast nicht kennengelernt. Ich meine, das war zur Zeit, als du, glaube ich, 800 Abonnenten oder 600 hattest. Ich glaube, das waren sogar nur 400. Ja, ich weiß, dass ich übel bin. Ja, das war knapp daneben, ist auch vorbei, ne? Ja, triff ihn. Ja, lock dich selber auf. Das ist keine gute Runde. Oh, jetzt such mal einen Witz, der mich wirklich zum Ausrasten bringt. Geht nicht. Ja, Alter, wie soll man das denn kriegen? Ja, so! So bringt man dich zum Ausrasten! Das ist der falsche, das ist Björn. Verdammt! Ich hab mich selber umgenockt! Habt ihr das gesehen? Siehst du? Genau deswegen meinte ich ja. Ich hab mich selber umgenockt. Ich hab alle meine 4 Leute selbst umgenockt. Naja, also, eigentlich ist dir ein Wurm ins Gesicht gerutscht und wir sind beide abgerutscht. Aber ganz ehrlich, der hat das schon hingekriegt, jemals da draußen. Alle 4 habe ich mir selber umgenockt. Also Wahnsinn. Flo, ich hab hier ein BVB mit. Nein. Ja, leg los. Leg los. Leg los. I'm a firing my laser. Ich weiß noch nicht, ob der gegen BVB ist. Dann leg los. Wie nennt man einen intelligenten Menschen im Westfalenstadion? Na. Gästefan. Alter, du bist. Würden deine Eltern Analsex? Ja. Du siehst beschissen aus. Okay, jetzt such ihn. Scheiße, mit dir jetzt. Warte. Ja. Ja, warte, schau dich weg. Mich kannst du nicht mehr weghauen. Ach, nicht weg. Mich. Boah. Die Hölle ist der Ort, an dem die Engländer kochen, die Italiener den Verkehr regeln und die deutschen Fernsehunterhaltung machen. Ja. Warum ist der so scheiße gewesen? Weil du auf eine Sekunde runtergestellt hast. Yeah. Da war was. Eine Sekunde. Send him back to space. Na komm. Utz, utz, utz. LOL! Ja, und jetzt, jetzt schön mit einem Baseballschläger. Den Home Run schlagen. Boah, wie lang sind die denn? Dragon Ball! Was ist der Unterschied zwischen Schalke 04 und einem Bäckergesellen?
Der Bäckergeselle kann Meister werden. Den haben wir ja schon heute gehabt. Epic Fail, würde ich mal sagen. Okay. Ich bin schon längst draußen. Warum ist die Arena auf Schalke überdacht? Du bist dran. Sein Klo. Weil Flugspiele unter freiem Himmel verboten sind. Oh. Aber Franzosenwitz. Ja, leg los. Wo findet man 60 Millionen Franzosenwitze? Frankreich. Genau. Warte. Der Flo ist doch dran. Der Flo hat Pläne. Große Pläne. Oh, ich kann mich irgendwie jetzt schön zurücklehnen. Wenn der Flo gewinnt, dann ist das Special vorbei. Echt? Ja. Cool. Die Leute da draußen wünschen sich das, dass du es jetzt nicht bist. Oh. Frisst das Schaf! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Da ist eine Lücke dazwischen. Alter, das ist ja mal ein richtig guter Witz. Wer ist der schlechteste Gott vor aller Zeiten? You did not just shoot that ray gun at me. Adolf Hitler. Der ist nie wieder aus dem Bunker rausgekommen. Kevin ist dran. Scheiße. Scheiße. Alter, der ist ja richtig mies. Der ist nie mehr aus dem Bunker. Ich weiß gar nicht, ob ich das hochladen kann. Also du kannst das Ding nicht komplett muten. Was geht denn da? Party! Ein Schaf! Ja. Nein! Party and Bullshit! Scheiße! 04. Ach ja. Woran erkennt man ein Mathematiker? Björn ist dran! Ja, alles gut. Er rechnet seinen Weg aus? Nee, am Integral hin. Oh. Ich verstehe ihn auch nicht. Ach du Scheiße, der Satz da oben. Hey, ja, du bist dran. Das ist ja wie ein Pokémon. Pokémon! Du ich hab dich wieder. Oh mein. Wann wurde Schalke zum ersten Mal schriftlich erwähnt? Im Alten Testament, sie trugen seltsame Gewänder und selbst planlos. Du, wie ist es? Ich dachte, das Ding rollt runter. Ich wusste, dass ich auf so einem Vorsprung bin. Mein Akku ist leer. Oh. Was ist der Unterschied zwischen einem Ei und dem Schalke 04? Das Ei hat eine Schale. Was ist beim Farbigen lang und hart? Sein Arm. Ey, der Arbeitstag. Oh. Schlecht gemeint, ey. Wurde gestohlen bei dem Tor. Oh, Schalke Witze. Die haben wir jetzt schon zu alt zugehört. Gibt's keine andere Kategorie? Ah, okay, ne, gibt's den gleichen. Shoppen bitte. Okay, fang an. Der schwergehörige Schotte sitzt beim Augenarzt. Können Sie die Zahlen lesen? Zahlen? Ich zahle hier nichts. Okay, verstehe ich nicht. Der schwerhörige Schotte sitzt da und Schotten werden wirklich geizig sein. Ja, nein. Welche Sprache spricht man in der Sauna? You did not just shoot that ray gun at me. Schweizerdeutsch. Send him back space. Stanley! Fragt das Kind die Mutter, warum läuft der Schalter im Garten zickzack? Mutter, sei still und lad nach. Still und lad nach. Nein! Was machen 16 Schalker vom Kino? Sie warten noch auf zwei Kollegen, der Film ist erst ab 18. Ist das Wasser tief, Herr Bademeister? Nein, bei fast allen Schwimmern guckt der Kopf noch raus. Zwei polnische Gänse treffen sich. Freilich, Weihnachten sind wir am besten. Oh Mann. Ja, das war sehr ungenau. Ich finde keine guten mehr. Was ist denn der Witz der Woche? Aus dem Leben eines Vegetariers. Na, Beischlaf? Du meinst die Bestäubung? Oh, mein Akku ist leer. Ja, dann war's das. Das war's dann mit dem Witze-Special. Nein. Nie. Was sitzt in der Ecke und klappert? Was? Tokio beim Piep! Was sagt ein Wirbelsturm? Ain't no alien abducted me.
Halt deine Nüsse fest. Josh ist Abregan. Hab ich gerade noch gelesen. Was gibt es, wenn ein Glühbirnchen Viagra? Send him back space. Warte, ein steifes Lichtchen oder so, irgendwie. Eine Stehlampe. Warte mal, wer kämpft denn eigentlich jetzt noch? Ich bin schon lange draußen. Ja, das weiß ich. Du bist ja auch ein Schalker. Hey, du stirbst sonst in der ersten Runde. Ja, aber nicht im Duell. Oh, klaut es noch ein bisschen. Nein! Aber ich hab so kurz getippt, ey. Das war bestimmt der Fehler. Ich fühle mich gut. Bis der Wochenwitz. Hab ich auch schon versucht, Kalle. Was macht ein Holländer, nachdem sein Land beim Fußballmeisterschaft gewonnen hat? Den gleichen Witz gibt es auch, was macht ein Schalke eben halt, wenn sie Meister gewonnen hat. Nein, da geht was hoch! Hey, ich hab mal die Hälfte auch schon ausgeschaltet. Ja, weil ich hab hier halt einige, die Schalke-Fans sind, weil wir ja schon das Let's Play mit Schalke gemacht haben. Surprise. Die werden sich auch bestimmt alle jetzt freuen. Ich sitz auf dem Klo und hab kein Papier. Dann nimm ich die Fahne von Schalke 04. Also als rein betrachtet nicht schlecht, aber ein bisschen. Weißt du, der war noch auf eine Sekunde unethisch. Was ist schon ethisch? Was ist grün und steht noch Fisch? Werder Bremen. Hier. Hi. Ja! Und perfekt drin! Moin! Jawohl! Der lebt da also noch? Ach, nee, da war eine Biene! Noch eine! Die hüpft ja immer noch. Scheiße. Blub! Kannst du jetzt mal liegen bleiben? Wozu gibt's ein Handy? Da bin ich! Gewesen! Der Wehrschenk ist raus! Nein! Der Kevin ist nur noch hier. Ja! Ja, das heißt, es geht in die nächste Runde. Was war das? Echt jetzt? Ja, der hat eine kleine Strecke da in der Mitte. Scheiße, ich dachte, das wäre im Hintergrund. Wie nennt sich Gamer? Wir Gamer haben ein ausgezeichnetes räumliches Vorstellungsvermögen. Ist jetzt ein? Du bist raus, du alte also Klappe. Was willst du? Du bist vorhin die ganze Zeit in der ersten Runde gestorben. Du hast dich von der ganzen überstanden. Was bringen die Würmer so weit? Kevin hat ohne was gewonnen. Yeah. In der Brustrunde bin ich gerade mal so ein Stück geschwungen, auf einmal springe ich so ein Stück. Wahrscheinlich liegt das daran, weil wir unter Wasser sind oder so ein Scheiß. Ja. Physik ist scheiße. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wirklich dann ein. Und seid nicht so, ja, schockiert. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gestört hat mit dem Witzen, dann schreibt es. Aber sie werden es, du wirst es nicht. Nein, du, nein. Ja. Tschüss. Tschüss.